Wir fliegen jetzt erstmal nach Karasan. Dunkelhain. Dunkelhain ist, glaube ich, das nächste von Karasan. Normalerweise, wenn es wirklich eine Ini-Quest wäre, dann würde das hier angezeigt werden. Lakios, ich bin mir sicher, dass ihr schon gehört habt, dass nur die Größe eines Beutels zählt. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich glaube vielmehr, dass die Qualität eines Beutels ausschlaggebend ist. Schaut euch nur mal diese zerlumpten Dinge an euch an. Darin wirkt ihr nun so gewöhnlich. Ich werde es euch beweisen. In Karasan gibt es angeblich einige Beutel, die fast unendlich viele Dinge aufnehmen können. Aber die Materialien, die für ihre Herstellung vonnöten sind, sind so, nun, das werdet ihr schon selbst sehen. Beschafft eine to Tasche der 1000 Fächer und eine Teufelssehnentasche aus Karasan. Gästezimmer, obere Nobelstelle, Terrasse des Meisters. Also normalerweise, wir sehen es ja hier zum Beispiel bei Prüfung der Tapferkeit, steht dabei Schlachtzug. Hier bei Jagd nach Illidan, heroische Innis, Auge Atscharas, Dungeon. Also normalerweise müsste es dabei stehen. Deswegen könnte es sein, dass wir Glück haben und das Zeug einfach so bekommen. Kleinen Moment. So, Entschuldigung. Da ist Karasan. Gebirgspass der toten Winde. Morgensgrund. Durchnässter Foliant. Durchnässter Foliant. Erstmal was. Hier runter für durchnässter Foliant. Hallo, vergessene Krypta. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Mann. Hä? Wo ist denn dieser durchnässte Foliant? Kann man hier durch rein? Nö. Ihr habt keine Chance gegen mein Team. Ja. Hier oben. Hier drüben sind auf jeden Fall irgendwelche Quests. Oh, das Bruder. Aha. So, wir gucken jetzt erstmal. Hinterer Eingang ist das hier. Seiteneingang von Karasan. Ja, wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken. Karasan. Das müssten ja was. Alter, 111er, 16.000. Ja, wir schaffen die ohne Probleme, aber es ist halt Kacke. Ich habe gedacht, wenn wir normal nach Karasan reingehen, könnten wir eigentlich hier. Könnten wir eigentlich hier ins alte Karasan.
Ich guck mal, wie viele Mobs da oben jetzt stehen. Weil wenn da zu viele stehen, habe ich auch keinen Bock drauf. So, normalerweise müsste hier jetzt das sein. Hier direkt um die Ecke. Da, hä? Direkt um die Ecke? Da ist auch gar nichts. Ich will das nicht. Hallo? Und tot. Alter Schwede, das kann doch nicht sein. Hier irgendwo. Weil hier geht's ja auch entlang. Hier ist gar nichts. Hier ist eine Tür. Ballsaal. Benötigt Satz rostiger Schlüssel. Eingestürzte Treppe. Hallo? Hä, wo kommen wir denn? Ah, hier kommen wir her. Oder ist es o oder ist es oben? Es kann natürlich auch sein, dass es oben irgendwo ist. Nicht runterfallen. Oh, schon wieder so eine. Ja, aber da geht's ja raus. Heißt es mu es muss ja eigentlich da irgendwo sein. Wenn ich jetzt hier aus Karasan rausgehe. Steht ein Hortler, weiß ich. Stand da ein Hortler. Da steht einer. Wie schaffe ich es, ins alte Karasan reinzukommen? Weil normalerweise war es doch immer so gewesen, dass man auch in die Alten rein konnte. Kann ich das hier irgendwo umstellen? Normal, 10 Spieler. Normal. Ich guck mal, wenn ich jetzt auf Normal gehe. So, und ich will gar nicht hier gegen so hochstufige kämpfen. Gucken, ob ich unten irgendwas machen kann. Ansonsten heißt es wirklich nochmal Karasan gehen. So. Schließt 4 Portale und tötet 20 Dämonen am Gebiet. Aha, also hier gibt es dann auch noch Quests. Sichert die östlichen Leylinien und die westliche Leylinie unterhalb von Karasan. Ich möchte handeln. Ja, klar. Das ist das alte Zeug. Also hier kann man jetzt das alte Zeug kaufen. Deswegen. Wir gucken jetzt einfach mal. Weil ich bin der Meinung, wir waren doch in Karasan drin gewesen. Ja, sage ich doch. Aber Obre Nobelstelle, Bankettsaal, Gästezimmer, Opernsaal, Terrasse. Ja. Heißt, hier bringt uns das gar nichts. Wir müssen wirklich ins neue Karasan gehen.
Ah, so eine Kacke. Und jetzt erinnere ich mich, dass mal Karasan schon drin war. Ah, Mann. Also, wir können hier im alten Karasan gar nichts machen. Wir müssen wirklich in das neue Karasan. Was etwas blöd ist, da das schon wieder offscreen gemacht werden muss, weil wir ja schon in Karasan waren. Und ja, toll. Mann. Also einmal Ruhestein nach Dalaran. Dann machen wir, fliegen wir nochmal nach Surama. Geben, ja, stellen dort die Gegenstände her, die der haben wollte. Und dann war es das auch für heute. Ja, ich wollte heute eigentlich viel mehr aufnehmen, aber dadurch, dass ich zwischendurch noch bearbeiten musste und hochladen musste, war halt etwas blöd. Sonst hätte ich locker eine halbe, dreiviertel Stunde, also zwei, drei, vielleicht sogar vier Folgen mehr aufnehmen können. Aber nun ja, was will man machen? Außerdem langsam vorantasten, dadurch, dass ich ja wirklich. Wie lange habe ich denn nicht aufgenommen vorher? 3 Wochen? Ja, 3 Wochen waren es bestimmt. 3 Wochen habe ich nicht aufgenommen und da muss ich jetzt mich erstmal wieder dran gewöhnen. Gut, heute halbe freie Tag so gesehen. Samstag kann ich dann nochmal aufnehmen. Ja, es wird wieder. Und es sollen ja demnächst noch ein paar andere Spiele kommen, außer World of Warcraft. Ich habe aber noch keine Ahnung, was. Ich würde gern wieder ein Lego-Spiel machen. Ich weiß aber noch nicht welches, also es stehen zur Auswahl Star Wars, Indiana Jones, Star Wars, Indiana Jones, Der Hobbit, Herr der Ringe und ich glaube, das war's momentan, was ich so habe. Ja, gucken wir einfach mal. So, wir stellen jetzt das Zeug her in seinem Beisein. Wir sind direkt neben dir. Nur, dass du es nicht vergisst, ne? So, braune Leinenrobe. Wie drollig. Oh. Weißes Wollkleid. Es ist recht simpel, aber hat einen gewissen antiken Charme. Einfaches schwarzes Kleid. Was? Ich habe vergessen, noch Bleiche zu kaufen. Bleiche, Bleiche, Bleiche. Wo ist die Bleiche da? Einfaches schwarzes Kleid. Ich mag einen tiefen Ausschnitt. Du Schlingel, du. Frostgewirkte Robe. Gewirkte. Eure Einsäumung ist beeindruckend. Dieses Muster allerdings, es überzeugt mich nicht vollends. Geistheilerrobe. Mir gefällt dieses Muster wirklich, Lakios. Es ist zwar klassisch, aber die Stickerei ist so faszinierend und einzigartig. Und wir bekommen machtgetränkte seidengewebte Robe. Sehr schön. Wieder was Neues gelernt. Das ist doch schön. Können wir sonst noch irgendwas lernen? Scheinbar nicht. Dann zurück nach Dalaran. Wenn ich überlege, ich wollte eigentlich schon vor 2 Wochen hier anfangen mit Weltquests in Draenor.
Nicht Weltquest in Trainor. In Trainor Ruffarm fürs Fliegen. Und wir hängen immer noch in Surama rum. Schlimm. So. Flugpunkt. Dalaran. Was haben wir hier? Dungeon. Gut. Was passiert jetzt die nächsten Folgen? Also ich werde offscreen Karazhan machen, werde die zwei Sachen für die Tieftaschentheorie besorgen und dann können wir uns eigentlich... Ich muss das nochmal genau ausrechnen. Also normalerweise, ich glaube, nächste Woche kommt der letzte Teil von Antorus raus. Normalerweise könnte ich jetzt schon dann anfangen mit den einzelnen Folgen von Antorus Raid. Heißt, jeder Boss, es sind momentan Schlachtzugbrowser... Es sind 3, 6, 9 Bosse. Hier wahrscheinlich dann der 10. Heißt, wir werden wieder alle, jeder einzelne Boss eine Folge machen. Also momentan sind es 9 Folgen. Wahrscheinlich werden es dann 10. Und ja, ich muss mal ausrechnen, ob das hinkommt. Aber normalerweise müsste ich jetzt direkt mit anfangen können. Also da sehe ich jetzt kein Problem. So, hier können wir nichts lernen. Der ist nur zur Zierde da. Der kann mir auch nichts beibringen. Das ist nur Schneidereibedarf. Jo, dann war's das für heute. Dann werde ich mich jetzt mal ein bisschen Karazhan widmen. Dann... auch hier die Taschen wieder aufräumen. Der ganze Schmodder kann verkauft werden. Vorlage noch nicht gesammelt. Aha. Beziehungsweise das Zeug hier kann entzaubert werden. Und dann geht es morgen mit dem Quest abgeben weiter. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir vielleicht morgen schon mit Antorus anfangen. Und es dann... und wir dann die Quest erst im Nachhinein abgeben. Gucken wir einfach mal. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.